Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein heikles Thema. Viele Derivatehändler diskutieren in den letzten Tagen darüber, wird denn jetzt der Handel mit Derivaten auf US-Underlyings eingeschränkt? Da gibt es ja so eine neue Regelung und was es genau mit dieser Regelung auf sich hat, was wir beachten müssen, darum geht es jetzt in diesem Video. Ihr habt es vielleicht auch gelesen oder auch in einigen Foren gab es da schon Diskussionen darüber. Es gibt wieder mal etwas Neues, was das Thema Steuern anbelangt. Und diesmal ist es aber nicht von unserem Finanzministerium gekommen, sondern vom US-Finanzministerium. Keine Angst, das hat nichts mit Donald Trump zu tun, sondern das ist etwas, was bereits im letzten Jahr unter der Regierung von Obama eingeführt wurde. Und es gibt Leute, die sagen, das ist genauso wie alles, was er gemacht hat. Man möchte guten Willen zeigen, aber die Durchführung ist eben, naja, sagen wir mal so, mehr als mangelhaft. Was passiert da jetzt ganz genau? Und zwar, das amerikanische Finanzministerium hat eine neue Verordnung herausgegeben, die auch jetzt schon ab dem 1. Januar 2017 gilt, nämlich, dass die US-Quellensteuer, also das ist die Steuer, die ihr zahlen müsst, wenn ihr zum Beispiel Dividenden erhaltet. Da gibt es so ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland, ich glaube auch zwischen Österreich und der Schweiz und den USA. Und da ist es ja so, dass ihr einen Teil der Steuern auf die Dividenden in den USA zahlen müsst, und zwar 15%. Da müsst ihr, wenn ihr bei einem Broker seid, müsst ihr immer so ein Formular ausfüllen, das heißt W8, und dann werdet ihr nicht komplett besteuert mit diesen eigentlich 30%, sondern ihr werdet nur mit 15% besteuert. So. Jetzt sind die Amerikaner darauf gekommen und haben gesagt, naja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Ausländer, die umgehen diese Regelung, indem sie Derivate nutzen, deren Preis von einer Dividende mit beeinflusst wird, um diese Dividenden nicht oder diese Quellensteuer nicht bezahlen zu müssen. Ne? Also stell dir ganz einfach vor, du hast jetzt ein entsprechendes Derivat, ein Zertifikat oder sonst irgendetwas und die Dividende fließt quasi in das Zertifikat mit ein, der Wert steigt, dann zahlst du aber als jemand, der dieses Zertifikat besitzt, keine Quellensteuer in den USA. Und deswegen haben die Amerikaner gesagt, nein, das geht nicht mehr. Ab sofort gibt es da eine Regel, dass auch alle Derivate, die sich eben auf solche Dinge beziehen, dass auch die mit versteuert werden müssen. So, und das hat natürlich jetzt erstmal eine riesige Aufregung gebracht. Wir wollen aber erstmal aufklären, was hat es denn damit auf sich? Verwirrung Nummer 1. Betrifft denn das den kompletten Handel mit Derivaten in den USA? Und da muss man sagen, nein, das betrifft es nicht. Denn, ich habe das Wort schon ein paar Mal gesagt, Dividenden ist der Schlüssel. Das heißt, wir reden hier zwar über CFDs, über Optionsscheine, über Zertifikate, über Anleihen, über Swaps, über auch Futures und auch über Optionen, aber eben immer nur dann, wenn das Underlying, also das heißt, das, worauf sich das jeweilige Derivat bezieht, irgendetwas mit einer Dividende zu tun hat, sprich mit einer Aktie. Wenn du also hier beispielsweise einen Optionsschein, warum auch immer, auf Öl handelst, ne, da gibt es keine Dividende. Das heißt, da bezieht sich das auch nicht drauf. Und natürlich auch nicht Optionen. Das heißt, für uns als Optionshändler, darum geht es ja hier in diesem Kanal, betrifft das schon mal ganz, ganz viele Dinge nicht, die wir überhaupt handeln, weil dort überhaupt keine Dividenden fließen. Das heißt, Zinsen, Währungen, Rohstoffe, all das, was wir machen, da gibt es ja überhaupt keine Dividenden. Das heißt, da fällt diese Regel schon mal komplett außen vor und betrifft das Ganze nicht. So. Das Weitere, was kommt, und deswegen habe ich hier auch den Flipchart stehen, es betrifft das sogenannte Delta, mit dem diese Derivate gehandelt werden. Es gibt so ein paar, Umschreibungen, die sagen, das ist der Hebel, stimmt nicht so 100%. Ich will es euch mal kurz zeigen. Und zwar, erste Regel lautet, ab 1.1.2017, also jetzt aktuell, gilt das Ganze für ein Delta von 1,0. Und ab dem 1.1.2018 gilt das Ganze für ein Delta von 0,8. So, jetzt überlegen wir uns nochmal ganz genau Optionen, was haben die für ein Delta? Optionen können ein Delta haben zwischen 0 und im Grunde genommen 0,99 unendlich, also knapp 1. Ne? Ganz 1 kann eine Option
nicht haben, aber quasi unendlich viele Neunen, also mitten oder fast dran an der 1. So, das heißt, das betrifft erstmal nur so einen kleinen Teil hier hinten, nämlich zwischen 0,8 und 0,1. Und da wir ja zum Beispiel Optionen verkaufen, bewegen wir uns ja eher hier in den vorderen Bereich, ne? Also irgend sowas zwischen 0 und, sagen wir mal, vielleicht 0,10 oder 15 und vielleicht auch 20. Also ganz, ganz weit weg von dem, was hier oben ist. Das heißt, uns würde das erst einmal überhaupt nicht betreffen. Jetzt kann es natürlich aber sein, dass du zu Dinge machst, dass du sagst, ich kaufe langlaufende Leaps-Optionen, die tief im Geld sind. Die haben vielleicht ein Delta von 70, der Preis steigt weiter an und die geht dann tatsächlich auf 80. Werden die dann versteuert? Auch hier kommt es eben wieder darauf an. Erstens hat das Ganze etwas zu tun mit einer Dividende. Das könnte ja zum Beispiel sein nach einem Crash. Kaufst du so langlaufende Leaps? Macht das Sinn? Hohe Volatilität? Wahrscheinlich nicht, aber theoretisch ist ja sowas denkbar. Oder du machst solche Poor Man's Coverage Calls, also Coverage Calls für arme Leute, indem du nicht die Aktien kaufst, sondern das Underlying als solches. Nicht das Underlying, sondern dass du einen Call kaufst, einen langlaufenden Call. Und dann könnte ja schon das Ganze hier kommen. Ne? Und jetzt kommt aber der Punkt. Niemand momentan weiß irgendetwas Genaues. Also, es könnte ja auch sein, eine Option hat ein Delta von 0,79, wäre damit nach diesen Vorgaben steuerfrei und wächt oder kommt dann irgendwie durch eine Preisänderung in 0,81 und wäre dann plötzlich steuerpflichtig, dann fällt es wieder zurück auf 0,79. Und da muss man ganz einfach sagen, das ist, und das sind die Amerikaner natürlich nicht besser als unsere Helden da im Finanzamt, das ist natürlich völlig unausgegoren. Ne? Es gibt momentan, aktuell, es gibt keinerlei Regelungen, wie das gemacht werden soll, sondern es gibt quasi diese Vorgabe, das wird besteuert, aber es gibt überhaupt keine Umsetzungsregeln. Ne? Und deswegen können die Amerikaner, selbst wenn sie wollten, momentan überhaupt keine Steuern auf irgendwas berechnen, weil sie wissen ganz schlicht und ergreifend nicht, wie sie das machen sollen. Und nun ist es natürlich aber so, der Wille ist natürlich da, dass man diese Steuern irgendwie bekommt, dass man auch diesen Missbrauch, der ja vielleicht auch gemacht wird, dass man den bekämpft. Und deswegen werden sich die Amerikaner schon was einfallen lassen. Aktuell ist es allerdings so, dass man wirklich noch nicht genau sagen kann, wie wird es denn jetzt letztendlich umgesetzt. Und solange das so ist, sollten wir ganz einfach auch die Füße stillhalten und nicht in Panik ausbrechen. Ne? Also wenn ich dann so lese, dass oh, mein ganzer Handel, ich kann nichts mehr machen und so weiter, und sage, wie viel hast denn du Optionen letztes Jahr gehandelt mit dem Delta zwischen 0,8 und 1? Sagt er, na, keine einzige. Er sagt, dann ist doch egal. Ne? So, und dann müssen wir ja auch mal eins sehen. Zwei Dinge noch. Und zwar, erstens, die meisten, es gibt mittlerweile einige Emittenten, die aufgrund der Unsicherheit keine Preise mehr für US-Derivate stellen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du sagst, ah, ich möchte irgendwie einen Optionsschein auf Coca-Cola kaufen oder auf McDonald's oder sonst irgendwas oder ein Zertifikat, ein CFD vielleicht auch noch von einem deutschen Anbieter, dann kann es sein, dass der dir keine Preise mehr stellt für diese Dinge, weil er nicht weiß, wie er es versteuern müsste. So, das heißt, die kannst du nicht mehr handeln. Ihr wisst aber, ihr kennt unsere Meinung, meine Meinung zu solchen Produkten allgemein, handelt eh keine emittentenabhängigen Derivate, sondern handelt immer Derivate, die an einer Terminbörse direkt gehandelt werden. Das heißt, handelt Futures, handelt Optionen. Da wisst ihr, es gibt eine faire Preisgestaltung, da gibt es immer einen Counterpart, der auch im Markt ist, da gibt es keinen Emittenten. So, darum umgeht ihr mal dieses ganze Ding. Und wer sagt, na, so viel Geld habe ich aber nicht, dann sagt, okay, dann ist es auch nicht dein Produkt. Dann musst du eben ein Produkt handeln, was zu dir passt. Und ihr wisst aber, gerade Aktienoptionen, die kann man schon mit sehr kleinen Konten handeln, für 50, 60 Dollar. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. So, zweiter Punkt. Was wäre denn, wenn die Steuern eingeführt wurden? Naja gut, dann werden sie halt eingeführt. Ne? Also dann ist es doch auch so, dass die Welt dabei nicht untergeht. Das heißt doch nicht, dass dann kein Handel mehr möglich ist und dass dann plötzlich unsere ganzen Strategien, die wir haben, quasi so wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil einer sagt, ich möchte aber in einer Ausnahmesituation, wo du vielleicht so eine Option hast, mal ein paar Dollar Steuern haben. Ne? Also deswegen lassen wir hier einfach mal die Kirche im Dorf, lassen wir es mal entspannt angehen und warten mal einfach ab, was da kommt. Und mich erinnert das so ein bisschen an die ganze Diskussion, die seit Jahren in Deutschland gibt, dass man eine Transaktionssteuer machen will.
Seit Jahren wird darüber diskutiert in irgendwelchen Foren. Da werden Aufsätze geschrieben, da wird Panik gemacht. Naja, dann bricht alles zusammen, diese Kommunisten da alle. Und Fakt ist, bislang gibt es noch gar nichts. Ne? Jahrelang wird da schon drüber diskutiert, aber auch hier, weil man gar nicht weiß, wie man es umsetzen sollte, gibt es überhaupt nichts. Und deswegen konzentriert euch auf eure Strategien, dass die Geld verdienen. Die meisten Leute verdienen nämlich gar kein Geld an der Börse, sodass sie sich über das Thema Steuern erstmal noch keine Gedanken machen müssen. Viele schieben aber das Thema Steuern so als großen Block vor sich her und sagen, das muss ich erst geklärt haben und dann kann ich auch anfangen, Geld zu verdienen. Nein, du musst erstmal anfangen, Geld zu verdienen und wenn du halt am Ende über Steuern zahlst, naja, da wird die Welt nicht untergehen. Denk immer daran, wir als Börsenhändler haben einen Riesenvorteil momentan in der aktuellen Situation. Wir zahlen deutlich weniger Steuern als jemand, der beispielsweise einer geregelten Arbeit nachgeht. Ne? Maximal Abgeltungssteuer 26,375%. Das ist wirklich nicht viel. Und wenn da halt die Amerikaner noch 3,50 Dollar dazu haben wollen, so what, dann kriegen sie es eben. Ne? Okay, deswegen keine Panik, ganz normal weiterhandeln und wir werden schon sehen, was dann kommt, wenn denn überhaupt etwas kommt. Und wenn ihr es im Zweifelsfall vermeiden wollt, dann handelt einfach nichts, was ein Delta zwischen 0,8 und 1 hat, sondern immer darunter verkauft Optionen im niedrigen Delta-Bereich. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Handeln, verdient gutes Geld, damit ihr auch Steuern zahlt und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, Servus, macht's gut, bye bye.